Hallöchen und willkommen zurück zu Pangea. Nehmen wir hier ganz einfach gleich die Einblendung. Ja. Lassen wir gleich so stehen und wir gehen relativ zügig in den nächsten Kurs, den wir spielen wollen. Und das ist der Reihenfolge nach der hier. Auf geht's! Wir haben Acer als Polizisten ausgestattet, der sich aber auch im Dienst mal hier eine Pfeife gönnen kann. Das ist in Ordnung. Ich habe ihm die Baseballschläger gegeben. Ganz einfach, damit er sich auch gegen Verbrecher zur Wehr setzen kann. Wenn nicht unbedingt Schusswaffen gefragt sind. Versuchen wir mal, so in das Portal zu kommen. Ein bisschen nach links gezogen. Und wir sind drin. Astrein. Fast noch den Tukan mit Helm über den Haufen geschossen. Deswegen tragen die wohl Helme, weil hier so viele Golfbälle rumfliegen. Verständlich, verständlich. Wir versuchen das mit Backspin. Und wie weit? Einfach so um die 50. Wir haben Erhöhung, aber auch Rückenwind. Mal gucken, ob wir die 50 irgendwie treffen. Ja. Aber den Super Backspin nicht, what the frick? Oh, zum Glück haben wir den Super Backspin nicht getroffen. Den haben wir fast für den Eagle reingechippt. Jeez. Ja, mit Dusel, weil ich den eigentlich backspinnen wollte, aber... Okay, der freut sich ein bisschen seltsam. Ich vermisse die wackelnden Brüste irgendwie. Okay, wie schaut's da aus? Wir müssen über das Piratenschiff. Wir haben noch nicht genug Saft für irgendwas. Ich mach den mal ohne Versuch, Super Backspin zu machen. Ich will einfach nur übers Schiff. Und ich will nur aufs Grün. Also das ist einer der einfachsten Kurse, die es gibt. Hat auch nur einen Stern, wie wir gesehen haben. Hätten wir das Einserholz nehmen können, sollen, müssen, dürfen. Okay, wir müssen ein bisschen mehr Saft geben als 10 Yards. Wir nehmen so um die 12. Und hoffen das Beste. Fingers crossed. Jawoll! Ein Chip-In-Birdie. Chip-Ins sind nicht meins. Chip-Ins sind nicht meins. Ach ja, unser Caddy ist Instant-Nudelsuppe. Das passt, glaube ich, auch gut zu einem Polizisten. Zumindest wie das Bild eines Polizisten in den USA so gezeichnet wird. Wir könnten versuchen, jetzt mit einem Hieb Richtung Grün zu kommen. Wir versuchen es. Ich glaube zwar, wir fliegen drüber. Aber wenn wir das treffen, wird's geil. Oh, nice. Treffen wir alle drei? Nö, nur einen. Wir landen im Bunker. Hey. Danke dafür. Wir spielen da außen rum. Ja, wobei wir spielen, glaube ich, links rum. Komm, lass mich den Power Curve treffen. Nice. Nice. Das sollte eigentlich aufs Grün rollen. Oder im Bunker landen. Ja, super. Ast rein. Ja, das Loch ist alles andere als angenehm.
viel zu weit links. Junge. Ja, als Polizist hat man halt nicht so viel Zeit, Golf zu spielen. Das ist nur ein Hobbyspieler. Okay, 11 Yards mit Gefälle. Mach mal 10. Oh oh. Ich dachte, 11 Yards wäre das Ende von dem grünen Bereich, aber passt. Der nächste Birdie, nice. Okay, 3 Birdies in a row. Wir müssen langsam mal mit Eagle. Mit Eagles anfangen. Wir versuchen das Ding zu treffen. Wenn wir es verfehlen, ist es nicht so schlimm. Oh oh. Weit nach links. Landet im Rough. Das schränkt unsere Schlagweite ein bisschen ein jetzt. Okay, mit ein bisschen Backspin. Bloß nicht alle auf das Luftschiff schießen da, ja? Zu wenig Backspin. Hätten wir da richtig Backspin reingekloppt? Hm? Hätte funktionieren können. Ach, vor allem, der geht auch richtig gerade raus. Oder richtig gerade runter. So, ich nehme jetzt auch mal einen Schluck von meiner Cola Turca. Oh, das Zeug schmeckt so nice. Ich weiß nicht, was genau da drin ist. Wie man das bei Cola eh nie wissen kann. Aber das schmeckt schon richtig geil. Mmh. Was machen wir jetzt da? Wir könnten sicherheitshalber hierhin spielen und dann aufs Grün. Oder wir versuchen hier durchzukommen. Oder mit dem heftigen Wind hier rein. Aber das ist das letzte Mal schon schief gegangen. Ich glaube, wir machen mal... Na, wir versuchen es nochmal da reinzukommen. Na, hoffentlich wird das was. Bitte, 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 bitte. Ja, das sieht gut aus. Weil der uns schon das Grün gezeigt hat. Oh. Da hätte ich auch noch rechts spielen können, ohne Gefahr. Wenn das Ding nicht hier auf dem Grün liegen bleibt, ja, Mahlzeit. Oh. Wir hauen drauf. Kling! Daneben. Zu heftiger Wind, aber für den Birdie. Wir haben jetzt übrigens schon insgesamt 3 Leute, 4 Leute, die mitmachen wollen beim Turnier. Finde ich sehr nice. Stand 29.06. Ich hoffe, wir werden noch ein paar mehr. Deswegen geht auch jedes Mal die Turnierankündigung eingeblendet am Anfang vom Video. Aha. Man muss da natürlich auch Zeit finden, ja. Ich würde da fast sonntags anpeilen, weil da halt normalerweise keiner arbeiten muss, außer natürlich hier Polizisten und Krankenpfleger, Krankenschwestern, Krankenpflegende, sagen wir es mal so. Wir nehmen das einfach mit heftigem Topspin. Na, nicht funktioniert. Aber das war jetzt auch nicht essentiell. Wir sind weit genug, um mit dem zweiten Schlag aufs Grün zu kommen. Das ist die Hauptsache. Und das ist ein Par 5. Das heißt,
Oh, warte, 281 noch? Okay. Dann gibt's einen Powerschlag. Na, ich will schon die 270 voll haben, Junge. Tomahawk Powerspin backwards. Mach ich. Sind wir gelandet? Hm. Nicht so weit weg, ne? Sauber! Der erste Igel. Ja, Fistpump. Mhm. Solide. Ein solider Fistpump. Ja, das ist jetzt wieder eher Standard. Und gleich doppelt versemmelt. Arkweit. Aufs Wrath. Na! Ah! Da ist der Caddy auch nicht happy. Okay, wir spielen das so mit Spin nach vorne. Wenn wir das denn überhaupt treffen. Ne, komisch, dass bei der 140,0 nicht Max dagestanden ist. Nice approach, auf jeden Fall. Gerade, dass sein Tabak nicht aus der Pfeife rausfällt. Nächste Birdie, nice. Da müsstest du den echt flach schießen. Richtig flach. Müsstest du da mit einer Cobra rein? Ich glaube, eine Cobra ist... Nee, die geht zu schnell nach oben. Ich glaube, so flach kriegen wir den gar nicht. Ich glaube, wir prallen am Schiffer, wenn wir das so machen. Sollen wir versuchen? Nee, aber... Nee, wir müssen da schon den hier versuchen. Vielleicht ein bisschen schwacher? Dann ist die Flugkurve immer noch niedrig. Oh! Oh, super. Super, ich bin am Schiff hängen geblieben. Aber es war schon glücklich, dass der äußere harte Rahmen von dem Portal doch noch als Weiterleitung zählt. Hätte ich jetzt ehrlich gesagt nicht gedacht. Okay. Super Backspin. Zu wenig gesponnen. Hm. Zu wenig Spin. Es geht ein bisschen bergauf, kein Problem. Machen wir 6 Yards, passt schon. Also bislang noch kein heftiger Ausrutscher. Könnte das der erste Kurs sein, wo wir den minus 18 hinkriegen? Nur wenn wir uns jetzt hier nicht vergaloppieren. Sollen wir nochmal auf den Igel gehen? Nee. Ich versuche mich da rumzuschlängeln. Wir spielen die sicherere äußere Route. Schön ins Innere gezogen, oder? Ja, nice. Okay. Dann ein bisschen Rückenwind. Wir nehmen es mal heftig Backspin mit rein.
Oh, wenn wir aufprallen, dann rollen wir ein bisschen nach rechts. Ich glaube, das negiert den Ring, den Wind. Okay, Power Spin ist drin. Jetzt enttäusch mich nicht. Enttäusch mich nicht. Oh, zu weit. Oh! Zu wenig Saft und wäre auch daneben gerollt, ja. Aber schön. Schöner Versuch. Ja, die Front 9 mit minus 10 abgeschlossen. Wie der Caddy seine Stäbchen wegwirft. Nice. Alright. Hier ist wieder eine Chance auf ein Hole in One. Komm, probieren wir einfach so. Tomahawk ohne irgendwelchen Drall. Zu weit nach links gezogen, aber vielleicht habe ich das ja mit Absicht gemacht, um den Wind zu kontern. Nicht wirklich, oder? Nicht wirklich. Okay, ein bisschen nach links, klein bisschen nach rechts, klein bisschen nach links. Sollte passen. Oh, 33 cm nach unten, 17 irgendwas. Ein klein bisschen unter 17. Wie er davor schon seinen Schläger fallen hat lassen. Ich fand auch die Venus fallen. Nice. Okay. Es donnert ein bisschen. Ist auch ein bisschen düsterer hier. Oh. Das verleitet schon hier, den da zu versuchen. Ich konnte den Wind einfach so. Falls wir da bis nach vorne durchkommen, ist auch egal. Aus dem Rough kommen wir raus. Bin mir nicht sicher, ob wir das... Ne, oben drüber. Oh, wir sind nicht im Rough, wir sind im Bunker. Wir sind im Bunker. Hm. Das ist jetzt die Frage. Wie machen wir das? Unser Ball driftet aber auch heftigst nach rechts. Sollen wir das irgendwie versuchen, mit einem Powerspin auszugleichen? Ja, ich glaube schon, mit einer Power Curve. Kriegen wir nicht hin. Okay. Wo schießt uns das Teil? Ins Verderben? Cool. Cool, cool. Alles kein Problem. Dann ist das definitiv das erste Paar, das wir spielen werden. Vielleicht aber auch nicht. Definitiv. Damn it. Ja, dafür, dass wir erst einen Eel hatten, ungünstig. Kein weiterer Fehler. Deswegen tanke ich mir ein bisschen Getränk nach. Fängt es auch noch an zu schütten. Da ist auch schon ein Piratenschiff gekentert. Da versuche ich nicht reinzuschießen. Ah, ah. Da ist ein Water Hazard. Wir spielen ein bisschen links gedrallt, um den Wind zu kontern. Ich hoffe, wir... Das wird eng. Das wird eng! Vor allem, wenn wir noch ein klein bisschen nach rechts gezogen haben. Schwarz-weißer Himmel. Komm schon, das ist doch fast Ferry. Okay, wir müssen den hier fast schon machen. Und kommen dann trotzdem nicht allzu weit. Hm. Oh, jeez. Halt, warte. Ach, wir können nicht aufs 1er Holz. Ugh.
wir landen da im Bunker. Mit viel Glück landen wir im... Auf dem Grün. Komm, dann lass uns doch lieber so machen. Okay, Tomahawk. Warte mal. Cobra wäre eigentlich nicht schlecht. Das nimmt den Gegenwind ein bisschen raus. Okay. Versuchen wir die Cobra. Aber mit voller Power, bitte. Ah, kein Powerspin drauf gekriegt. Schade. Komm, über den Bunker. In den Bunker. Nicht so prickelnd. Aber wenn wir jetzt hier Vollstoff geben, müsste der doch eigentlich vor dem Ding landen. Da noch ein bisschen Spin nach vorne. Ja? Ja. Komm schon. Chip in Eagle. Ah. Ich hätte einen Spin nach rechts gebraucht. Ja, fast. Fast. Ah, 2,3. Ist auch mal angenehm, so einen Kurs zu haben, da wo nicht so viel los ist. Das entstresst ja den Polizistenalltag auch. Wobei es jetzt alles ein bisschen... ...bisschen mehr wird. Okay, Tomahawk mit Power Spin nach vorne. Hoch runter ist der, ne? Zu schwach. Was? Ich hab dir doch getroffen mit dem Bex. Oh. Wir wollten nach vorne. Ich hab nach hinten gedrückt, ich Vollidiot. Ah, aber es wäre sowieso deutlich zu weit gewesen. Das hätten wir nie mit dem Spin hingekriegt. Was, wir können nicht mit dem kleineren Putter? Doch, können wir. Aber ich glaube, das kriegen wir nicht hin. Na, ein bisschen über die 30 müssen wir. Okay. Lass erstmal aufs Grün angucken. Es geht stetig nach links. Ever so slightly. Da es über 30 Yards stetig nach links geht, glaube ich, brauchen wir schon so eine Ausrichtung. Okay, wo ist die 30 hier? Na, das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Striche. Okay. Alright. Wir müssen so ziemlich... Kurz nachdem das Grün anfängt. Ja, wir nehmen den weißen Punkt. Bisschen heftig. Oh, wir haben es zu schwach korrigiert, das Grün. Ich dachte schon, wir sind ein bisschen weit, aber nee. Dammit. Immer noch ein Birdie. Das ist das Positive. Wir haben es mit einem Birdie hingekriegt, wobei mir ein Eagle lieber gewesen wäre, logischerweise, und dann auch noch von so weit weg. Das wäre Hammer gewesen. Oh, es hat, oh doch, ich habe noch einen Powershot. Aber wie kommst du darüber? Ich glaube mit einer Cobra. Ach, ich bin mir absolut nicht sicher. Vor allem haben wir ja dann auch noch den Gegenwind. Ja gut, aber mit einer Cobra ist das meiste von dem Gegenwind irrelevant. Wir versuchen es mit der Cobra. Sag mir, dass das der richtige Schuss ist für... Nein. Geht zu spät nach oben. Na, super. Ah. Weil man wieder zu viel will. Weil man wieder zu viel will. Ich weiß nicht, ob der jetzt
schlau ist, den mit einer Power Curve zu spielen, wenn wir so weit nach drüben gezielt haben. Ja, ist okay. Wir könnten es mit einem Paar schaffen, da muss aber der Approach echt gut sein jetzt. Wir können nach oben spielen, das ist kein Problem. Hatte nur ein bisschen Bammel wegen dem... wegen dem Baum, aber da kommen wir dran vorbei. Die 8 Meter Gegenwind sind auch heftig. Ah, kein Powerspin getroffen. Ich glaube, wir landen nämlich vor dem Loch. Puh. Deutlich daneben. Na, oh jeez. Ob das ein Paar wird? Ach ja, falls das jemand weiß, mit welchem Schuss man über dieses UFO kommt. Gerne in die Kommis. 15-3 oder so. Ja, doch. 15-3 war eine gute Entscheidung. Wir sind eins zurück fürs perfekte Spiel. Nicht gut. Da müssten wir eigentlich jetzt ein bisschen was riskieren. Na, wir kommen... Ja, da ist halt auch 6 Meter Gegenwind dabei. Wenn wir da ein bisschen eher runterkommen? Vielleicht treffen wir das Ding. Komm schon! Gönn mir mal! Ja... auch nicht so toll. Also wir sind auf jeden Fall nicht am Grün. Aber haben einen kurzen Annäherungsschlag. So heißt das, glaube ich, auf Deutsch. Ich nenne es Approach Shot. 9 Meter nach oben und dann noch ein bisschen Gegenwind. Ich glaube, wir versuchen hinter dem Loch zu landen. Und dann mit einem Backspin. Ah, da... Ich will ein bisschen mehr Saft haben. Hm. Wenn wir jetzt so 2,5 Yards dran vorbeilatschen oder dran vorbeiglitschen am Loch. Nee, wir sind auch zu weit rechts wieder. Nicht cool, aber 10 Yards ist machbar. Auch nur für einen Birdie, leider. Das ist so auf jeden Fall drin. Wir nehmen so an die 12 Yards. Das hat ihn aber jetzt doch deutlich gefreut. Mann, wir brauchen noch mindestens einen Eagle. Oh jeez. Wir versuchen da dran vorbeizuschlagen. Ich glaube, mit dem Powershot sind wir auf der sicheren Seite. Okay, hoch, runter, hoch. Jupp, genau das wollte ich haben. Nice! Aber keine Eagle-Chance. Außer wir lochen den jetzt direkt ein. Was nicht sonderlich realistisch ist. Aber man kann nie wissen. Vielleicht gönnt das Spiel ja. So wie hoffentlich die deutsche Mannschaft nachher gönnt. Nope! Zu weit rechts. Aber wir haben immer noch die Chance auf das perfekte Spiel. Wenn wir den machen. Wir haben immer noch die Chance dazu. Wir brauchen nur einmal einen Eagle. Und selbst wenn wir das nächste Loch mit Paar bespielen,
Könnten wir. Ja, gut. Am besten acen wir das einfach. Am besten mit einem Ace. Problem ist, ich habe keinen Saft mehr. Das ist 21 Meter unter uns. Ich glaube, wir landen dahinter. Versuchen wir es mit einem Backspin. Ja, so Paar 3 sind immer so eine Sache. Gönn mir. Oh, und wir sind nicht mal aufs richtige Grün, also nicht mal auf dem Grün aufgedodged. Wow. Also Höhenunterschied ist gar nicht mal so wichtig. Oder so gravierend. Und jetzt ist die Gefahr, dass wir den auch noch daneben setzen. Es geht auch noch steil bergauf. Es geht steil bergauf. Sollen wir da mit 25 Yards draufhauen? Wo wären denn die 25? Warte mal, das ist 17, 19, 21, 23, da wo das Ding ist, 25. Ja, wir versuchen es mit der 25, komm. Er hat ihn fallen lassen, glaube ich. Nice. Der war wichtig. Der war wichtig. Oh. Ungünstig. Ungünstig. Hoffen wir mal, dass das gespeichert hat. Hoffentlich. Also das ist das erste Mal, dass das passiert ist. Das erste Mal, dass das passiert ist. Aber ich habe auch vorhin einen Anruf während der Aufnahme aus Hamburg gekriegt. Ich glaube, das könnte sogar Vodafone gewesen sein. Schauen wir mal. Gucken wir mal, ob wir da einfach weitermachen können. Ah, sieht nicht so aus. Nope. Okay. Wir haben eh nur noch das letzte Loch zum Spielen gehabt. Dann wählen wir uns mal ein ganz bestimmtes Loch aus. Und zwar 18. Das ist halt auch schön, dass du da bestimmte Löcher üben kannst. 18 hier. Ja, 30 Minuten Zeitlimit ist okay. Wir wollen nur das eine Loch noch spielen. Memo an uns selbst, wir waren auf minus 16 nach 17. Das heißt, wenn wir hier den Igel reinhauen, dann ist das rein theoretisch. Oh, dafür müssten wir mit 2 Schlägen aufs Grün kommen. Wenn wir hier 2,8, 2,60 abnehmen, könnten wir es eventuell mit einem Powerschlag schaffen. Dann blieben hier 190 übrig. Dann sind. Ja, man könnte es hinkriegen. Wir versuchen es. Ah, wir haben aber keinen Powerschlag mehr. Wir hätten einen gehabt. Oder ich glaube, wir haben uns die Energie aufgehoben für einen. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, deswegen machen wir das mal nicht mit Item. Also dann versuchen wir einfach so unseren Igel. Es sind noch 239, das ist machbar. Das ist gut machbar. Kein Powerspin. Oh. Ja, wobei, er rollt noch ein bisschen. 14 Yards. Wir haben vorhin einen 25er reingedonnert. Wenn wir den machen. Oh, wenn wir den machen. Ungefähr mit einem 16er. Gönn mir den doch bitte. Ja, lass den nicht fallen. Trotzdem ein Igel. Jawohl. Heißt quasi ein perfektes Spiel mit minus 18 auf dem Kurs.
Gefällt mir. Ah, dann kannst du es nochmal probieren. Alright. Nö, passt. Minus 18 reicht mir. Ist okay. Also, liebe Leute. Nächstes Mal gucken wir uns einen anderen Char an. Und zwar Max. Ist jetzt noch in Unterwäsche. Wird aber geändert. Den richten wir uns noch her. Gefällt ihm wohl. Alter, was ist mit dir los? Okay, egal. Gucken wir uns nächste Folge an. Macht's gut, bis dann. Und ciao.